bist du nun bereit zu tun, o kaiserliche Majestät? Und stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Hallo und willkommen zu einem neuen Video über alternative Wege in Dishonored 2. Heute der Staubbezirk oder der verstaubte Bezirk, der staubangesetzte Bezirk und ja. Nicht wundern, am Anfang war ich ein bisschen. Ich habe angefangen zu sammeln, dann ist mir eingefallen, oh nee, ich wollte eigentlich nur die alternativen Wege zeigen. Und ab und zu mal verfalle ich immer dazu, alles aufzumachen, überall reinzugucken. Das war aber nicht der Sinn des Videos und das habe ich manchmal vergessen. Hier ist das Getrappel von Rattenzonen, da sind sie. Alternativ kommt ihr hier natürlich mit Ratten oder mit Beherrschung schön weiter. Und wenn ihr die natürlich ausgebaut habt, dann kommt ihr auch, wenn ihr per Beherrschung, indem ihr eine Wache sozusagen euch schnappt, auch durch die Lichtwand, aber wir haben zu viele Leute verloren. Ich will euch ein paar andere Sachen zeigen. Durch dieses Gebäude kommt man natürlich aufs Dach. Unter anderem steht da die Windmühle, die die Lichtwand betreibt. Und wenn ihr Mana braucht, hier habt ihr natürlich noch welches im Schrank. War das Spiel so gnädig und hat welches für euch versteckt. Speichern ist natürlich immer sehr wichtig. Was mache ich nur hier draußen? Keine Lust mehr, selber Staub aus den Augen zu waschen. Ich habe mal die Speichersachen und ein paar Sachen so ein bisschen gekürzt, weil ja, die Sekunden oder wie das dauert, also das wäre mal was. Ist ja nicht interessant. Alles richtig schick. So, da seht ihr, da bewegt sich was. Und zwar steht da eine der Wachen. Die kommt hier mal in die Ecke. So, jetzt ist sie weg. Diese verdammten Windmühlen im Schlaf. Oder noch nicht. Nee. Auch darauf habe ich gewartet. Und zwar kommt jetzt ein Staubsturm. Staubsturm im Anmarsch. Genau. Ist alles noch kein Thema. Er hat irgendwie was gesehen, aber er hat euch nicht entdeckt. Jetzt zeige ich auch ab und zu mal die Statistik zwischendurch. Und hier kommt ihr einfach dran vorbei. Auf der anderen Seite der Straße habt ihr diese Holzschutzwände, die Häuser schützen oder abdecken. Und hier unten läuft eigentlich keiner rum. Das ist, man hat nicht euch entdeckt, sondern die haben entdeckt, dass die Wand ausgeschaltet ist. Da konntet ihr nochmal Kabelwerkzeug deaktivieren. Aber die sind jetzt aufgeregt, weil sie festgestellt haben, die Lichtwand ist aus. Ja, meine Fresse, ist im Licht aufgegangen. So, die Statistik, genau. Hier seht ihr, ich habe noch niemanden gewürgt oder getötet oder nicht entdeckt worden und ja. Jetzt warten wir mal auf einen günstigen Augenblick, weil die gucken mir hier zu sehr um die Ecken. Hoffe nicht. Der eine war ja auch hinter der Lichtwand, die jetzt aus ist. Der andere geht jetzt auch nochmal gucken. Nichts. Wie auch immer. Hä? So, dieses komische Musikgeräusch oder Sound, dass die jetzt wieder ganz normal patrouillieren. Und er stinkt ein bisschen oder guckt, ob sein Hemd frisch gewaschen ist. So wie der aussieht mit seiner Maske. Ist er nicht so, der Bügler. Und jetzt kann man... Oh nein, nicht das Fenster. Dieses Fenster. Habe ich fast vergessen. Aber sonst knallen wir direkt in das Blutfliegennest. Wer möchte schon mit Blutfliegen knallen? Nein, gegenknallen. Und obwohl, wir sind ja mit der Dreadful Veil unterwegs auf dem Schiff. Da sagt man ja auch mal, man sticht ja auch mal ins Rote Meer. Aber das muss ja hier nicht sein. Nicht einfach so. Und da haben wir auch Megan Foster gefunden, die hier auf uns gewartet hat. Das habe ich ein bisschen abgekürzt.
Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Ich auch. Noch nicht, aber gleich. Und zwar, das Gespräch ist recht lange. Und die schnellste Variante, durch dieses Level, Mission 6, Staubbezirk zu kommen, ist, indem ihr das Jindos-Rätsel löst. Also für die Trophäe und Erfolg Heureka. Dafür habe ich auch ein Video gemacht, das verlinke ich hier oben in der Ecke. Und zwar muss man hier ein fieses Rätsel lösen, um diese Tür zu öffnen. Na schön. Und dann seid ihr in Mission 7. Gehen wir. Und dann verpasst ihr natürlich Haufen cooler Sachen und Sammelobjekte in Mission 6. Aber ihr könnt hier aus diesem Text Sachen entnehmen, die ihr richtig zuordnen müsst, um dann an der Tür den richtigen Namen und das richtige Objekt oder Erbstück einzustellen. Wie ihr seht, sind es 5 Namen, 5 Objekte. Das ist ein bisschen aufwendig. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Das mache ich nur hier draußen. Und nicht wundern, das ist kein Sprung. Hier zeige ich euch auch noch, wie man hier vorbeikommt, ohne Lichtwand zu deaktivieren. Nicht zu sehr weit porten, sonst fällt ihr unten auf die Straße. Ja, das hier kennt ihr natürlich schon. Und wenn ihr schnell seid, dann kommt natürlich der erste Staubsturm. Und auf den warten wir jetzt. Hier sieht aus wie bei Mad Max, der Spasti. So, da kommt der Staubsturm. Durch die Straße. Staubsturm im Anmarsch. Ja, Kobo weiß das auch. Der ist hier Staubsturm-Experte. Der ist der Staubsturm-Beauftragte von Kanaka, weil er ja aus Kanaka kommt. Und ist er dann ein Kanakistaner oder ein Kanakier? Ich weiß es nicht. Wie ihr seht, könnte man sich hier hin und her bewegen. Wir sehen einen kaum. Und wir gehen einfach auf die andere Holzwand. Oder in die andere Holzwand. Und hier solltet ihr vorsichtig sein. Wie ihr seht, hören die das. Warum auch immer. Haben euch aber nicht entdeckt. Hier lasst ihr ein bisschen schneller laufen, wie ich die Blutfliegen metzle. Das ist ja ein Blödsinn. Also, wie gesagt, Corvo kommt ja aus Kanaka. Und hier in dem Level ist auch seine ehemalige Wohnung zu finden, wo er gelebt hat. Mit seiner Mutter. Die sieht man dann auch noch später hier im Video. Und der ist also hier aus diesen Gefilden. Ist Einheimischer halt. Und deswegen sollte er sich auch auskennen. Wie ihr seht, nochmal die Statistik. Alles auf Null. Was hier gut ist. So, und jetzt treffen wir natürlich wieder auf Megan Foster. Jo. Die Aufseher verlassen den Bezirk nicht einfach so. Und die Heuler? Die Heulsusen? Hallo, Kaiser. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg werden wir haben. Wir sind so voller Erfolg, dass wir schon viele sind. Nein. Hier sind wir wieder auf dem Platz. Rechts ist die Tür zu Aramis Gilton anwesend mit dem Jindosh-Rätsel. Das ist ein Schloss, das von Kirin Jindosh extra gebaut wurde. So, hier kann man natürlich noch sich mit Energie ausrüsten. Und jetzt sind wir im Staubbezirk. Unserer Feinde, das ist das Blut unserer Feinde, wir töten alle. Und der Staubbezirk, hier wo wir noch sind, ist neutrales Gebiet. Hier tut uns niemand was. Und außer die Blutfliegen natürlich. Und hier sind wir schon im ersten Gebäude, was eigentlich wichtig ist. Leider nichts drin. Aber in dieses Gebäude kommt man nicht nur durch diese Tür. Es ist aber von Vorteil, wenn ihr euch die zum Beispiel aufmacht, sonst kommt ihr von innen nicht raus aus dem Gebäude, wenn die Bretter davor sind. Also die Bretter vor der Tür, nicht vom Kopf.
das Brett vom Kopf habe ich manchmal. Wie ihr seht, haben wir hier so ein paar Ordensbrüder niedergemetzelt. Die haben ihren Kampf, die Heuler und die ja, Ordensbrüder. Und hier kann man die auch ein bisschen zerschießen, die Nester. Dann braucht man sich nicht so viel Stiche einhandeln. Und hier ist noch ein Nest. Da spalten wir jetzt die Munition, das ist so günstig. Hier ist eine Rune drin. Hier bin ich wieder meinen Sammelwahn verfallen. Und zwar, ja, den Sammelwahn, genau. Ja. Irgendwie, wenn ich so eine Tür sehe, muss ich ihn mal aufmachen, muss mich zurückhalten. Da unten ist die Tür, wo wir reingekommen sind. Und auf dieser Seite kommt man in den Cronehound Saloon. Oder Cronehound Saloon. Nicht Hound. So. Die erzählen gerade die Begebenheit in Level 4 mit Paolo vor dem Schwarzmarkt. Und so. Falls ihr die durch die Gitter hinwegschießen möchtet, die Leute, hier sind noch ein paar Pfeile, falls ihr die braucht. Weil die kriegen euch hier drinnen eher nicht. Ah, die Flaschen, wenn da natürlich brennbar steht, ist es natürlich günstig, wenn man sowas findet. Also, schon vor unserer Geburt. Hier könnt ihr ganz locker mal raussnipen, falls ihr hohen Chaos-Level spielt. wie ich, aber ich zeige euch jetzt mal, wie man durchkommt, ohne wie soll ich sagen, ohne Gemetzel. Und zwar braucht ihr Betäubungsfalle. Es geht natürlich auch per Hand, aber das ist natürlich schnell und sicher. So, hier ist nicht nur ein Nestwächter, sondern hier sind zwei. Vielleicht ein bisschen ins Fenster wieder raus, da kommt er schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das triggern muss, irgendwie, ob das gescriptet ist. Ich glaube, man muss ein Stück ins Fenster rein, damit man den zweiten sieht. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, wenn man kurz wartet, kommt er in eine günstige Position. Das hört sich ja an, Junge, Junge, günstige Position. Das hört sich an wie, dafür habe ich wenig bezahlt. Und hier sind natürlich sehr viele Blutfliegennester. Und ja, ihr seht hier, die sind bewusstlos. Noch habe ich kein. Ich dachte, ich kann meinen Betäubungsfall wieder zurückbekommen, aber ist noch nicht so. Oder ist nicht so gerade. Das waren die Heuler, die heulen hier gerade so rum. Und hier findet ihr noch Lebensenergie und Leichen. Und Blutfliegen bei Leichen gehen immer auf euch los. Die brauchen kein Nest. Weil wenn die Nester zerstört sind, sind normalerweise die Blutfliegen nicht mehr auf euch fixiert. Aber ihr müsst sie schneller laufen lassen, weil das ist ein bisschen doof. Und hier findet ihr auch noch Betäubungspfeile und anderes Kram. Ja, wie hier dieses Blutfliegen-Ding da. So. Ich weiß nicht warum, aber seit den letzten beiden Patches, besonders seit dem letzten Patch, kriegt man irgendwie schlecht was gegriffen oder man rutscht irgendwo ab und fällt runter und ich finde das ein bisschen merkwürdig. Falls ihr es bestätigen könnt, könnt ihr es mir ruhig in die Kommentare schreiben. Also auch mit den, es wird Greifen angezeigt und dann fällt er trotzdem runter oder so eine Sachen. Hier wollte ich eigentlich nach oben springen, aber er greift immer das Geländer. Ja, okay, dann nehmen wir einen Teleport. Also ich spiele hier gerade mit Corvo auf hohem Chaos-Level, aber Spiel Plus, deswegen habe ich sowohl auch Teleport, also auch das Weitreichen. Man kann sich an dem hier vorbeischleichen, aber ich wollte hier im Fenster eine Weile sitzen bleiben, um euch das zu zeigen. Das ist nämlich die Band, die
für die Erfolgtrophäe 3 Sonate in Kanaka. Das ist der zweite Platz. Der erste war in Level 2, wenn ihr Kanaka ankommt, hinten kurz vor der Edemeyer Station. Das ist hier der Platz 2. Hier geht es noch runter, zum Beispiel zu Paolos Schlafzimmer. Und wenn ihr der Band jetzt lauscht, habt ihr sozusagen das zweite Mal zugehört. Und in Level 8 im Hinterhof beim Schwarzmarkt ist die dritte Mal, falls ihr nicht getötet habt. Willst du den Bergleuten helfen? Oder falls ihr nicht zu viel Unruhe gestiftet habt, dann kann es sein, dass die Band nicht mehr auftaucht. Schmeißen die Arbeiter hin, wird er merken, dass Bergleute. Hier kommt man zum Keller. Da ist auch noch ein von den Orden, von den, ja, der ist da gefangen genommen worden von den Heulern. Der hängt da so am Rohr rum. Und zwar steht hier unten einer, ah, da ist er, da rechts rum. Und ihr kommt schlecht rein. Über uns, das Loch, was wir da an der Decke sehen, ist das Fenster über uns. Da kommen wir zwar nicht weiter, nur über das Loch hier wieder raus. Aber da ist was versteckt. Wenn man hier wieder reingeht, dann triggert man wieder die Aktion, dass er hier losläuft. Oder ihr könnt natürlich auch schnell vorbei. Er steht jetzt natürlich direkt vom Bauplan, wenn ihr den braucht, da war er. Und ich wollte allerdings hier durch das Loch in der Wand. Was ich hier immer vergesse, diese Ratten. So, einmal zu viel auf den Boden geschlagen und die sind alarmiert, aber die wissen nicht, wo ihr seid und die haben euch auch nicht gesehen. So, das macht alles nichts. Zumindest jetzt nicht. Ihr seid nicht entdeckt worden, gar nichts. Also das ist für kein Problem. Hier übrigens sind Stolperdrähte, hier sind Fallen mit Brandfallen und diese Dame hat es erwischt von der anderen Seite aus. Und zwar sind die Fallen blöd ausgerichtet. Also wenn ihr jetzt durchläuft, könnte es euch schaden. Die letzte Falle, wenn man in die andere Richtung läuft, dürfte sie euch eigentlich nicht treffen. Das nur zur Info. So, natürlich immer speichern nicht vergessen, ist ja klar. Aber hier sind wir am Checkpoint von den Heulern zum neutralen Gebiet. Oder wieder zum neutralen Gebiet, das oberhalb liegt. Da steht eine von den Heulerinnen. Und unten die Straße patrouilliert noch einer. So, jetzt dürfte irgendwann mal kommen, dass wir sind im neutralen Gebiet eigentlich. Wir sind doch Brüder. Da ist einer von den, ja, ich hab den Namen, oh, ich fällt mir gerade nicht ein, also den Ordensbrüdern. Und zwar, hier links war das Geschäft, wo ich gerade reingeguckt habe. Deswegen bin ich durcheinander gekommen. Da ist das Sammelobjekt, die Silberkalligrafie drin, die ihr braucht für das Souvenir, für den Souvenir-Trophy-Erfolg. Und da könnt ihr einfach die Scheibe einschlagen und reingehen. Wenn der Herzog die Bergwerke nicht Tag und Nacht im Betrieb hätte, würden sich unsere Kinder nicht am Staub in den Schlaf husten. Ihr findet aber auch einen Schlüssel in einem Zimmer, das allerdings erst betreten könnt, wenn ihr den Aufseher Byrne Paolo gebracht habt. Oder umgekehrt, oder Paolo Aufseher Byrne. Das auch jeweils für sich eine Trophäe, ein Erfolg darstellt. So, mit Corvo geht man am besten hier lang, weil die Teleportfähigkeit nicht ganz so weit reicht wie das Weitreichen. Aber schon erstaunlich, dass wir uns so lange mit ein paar Schlägern abgeben mussten. Und zwar kommt man hier zum Vorpost oder zum Aufseher-Vorposten oder Gebäude. Und hier oben ist das Fenster zum Büro von Aufseher Byrne. Aber es ist leider nicht zu öffnen von außen. Leider nein, leider gar nicht. So. Ihr könnt aber
hier ins Gebäude rein, und zwar über diese Laufstege hier. Jetzt kommt der Riesenfurz wieder mit dem Donnerwetter. Der Staubsturm ist an Marsch. Und hier gibt es natürlich auch ja, mit kleinen Abwandlungen verschiedene Wege durchs Gebäude. Unter anderem, wenn ihr hier durchgeht, werdet ihr auf den ersten Aufseher treffen. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Der läuft nämlich hier drin rum. Da schläft noch einer von denen. So, da kommt jetzt gucken, dann gehen wir mal hier rüber. Und zwar schläft hier noch einer. Oder zwei? Nee. Da ist er wieder. Der Hansel. Und ja, also ihr könnt durch das Fenster gerade durch den Schlafraum. Rechts rum ist, das zeige ich euch dann gleich noch, ist auch ein Weg. Und ihr könnt natürlich auch direkt durchs Treppenhaus oder durch den Korridor hier zum Treppenhaus oder vom Treppenhaus die Treppe benutzen. Da ist das Fenster, aus dem man rauskommt, vom Schlafraum, vom Nebenraum. Das ist so ein Waschgelegenheit. Ein Strom von Unwahrheiten auszuspeien. Die Echos der Lügen kehren als die Stimme. Hier ist noch eine lustige Sache. Da ist ein verwundeter Aufseher, den geholfen wird, indem man ihn absticht. Die Heuler haben den irgendwie, ja, keine große Überlebenschance gelassen wohl. Und hier unter uns patrouilliert einer. Auf dem Korridor und rechts im Raum auch. Ihr könnt hier aber in aller Ruhe oben über die wenn Sims über die Laufwege. Ihr kommt auch zu einem Gemälde, das ihr sammeln könnt. Genau, Aufseher Burn. Der Status quo mit den Heulern. Allerdings habe ich noch nicht gesehen, dass er am Brennen ist. Also er ist nicht der Burner. Haben wir grenzenlosen Einfluss auf Kanada. Und das überspringt oder das kürze ich jetzt mal, weil das ist sehr viel Gelaber hier. Ein Dutzend Aufseher ist bei dem Versuch gestorben, Paolo zu töten. Er wurde tödlich verwundet, aber am Tag darauf war er wieder munter. Genau, am Tag darauf war er wieder munter. Und zwar erzählen wir hier, dass er ein schwarzes Artefakt oder ein Artefakt hat, das ihm das ermöglicht. Und dieses Artefakt ist die Hand einer Toten, die aus dem ersten Teil bekannt ist als Lumpengräfin. So, und zwar könnt ihr hier um die Ecke, da ist das Rollo runter, das sieht man aber nicht, hier ist auch ein Artefakt, wie ihr hört. Und zack, aus dem Fenster raus. Das war's natürlich noch nicht. Vergiss das nicht. Sonst liegst du so blutend in der Gosse. Ich habe hier neu geladen, damit alles, also ich lade immer neu, damit ihr seht, wie die Laufwege sind. Wenn man das erste Mal betritt, sonst sind die Laufwege verändern sich, wenn man schon mal da war und nochmal reingeht. Und das ist nicht das, was ich euch zeigen wollte, weil dann funktioniert eventuell etwas nicht. So, da steht er am Türrahmen und guckt. Und jetzt gehen wir mal hier durch den Nebenraum, durch den Waschraum, der Aufseher. So, müssen wir kurz warten. Der geht hier ins Büro. Der wird dann am Schreibtisch schlafen, der Hansel. Unter anderem hat einer von den Schlafenden Schlüssel für die, also Wartenkammer von den Aufsehern. In dem Raum, wo der gerade rein ist. Ich hab sie nicht. So, wir müssen jetzt auch nach oben, aber nicht hier vorbei, sondern durch den Nebenraum. Ich bin froh, dass du da bist. Wenn ich gehen muss. Man kann hier über die Stahlträger an den vorbei. Ich könnte dir helfen. Und zwar könnt ihr euch hier nämlich jetzt angucken, was hier so passiert. Dann gehe ich jetzt. Die Gebote in meinem Herzen. Möge mein Geist rein und klar sein. Gebot in sein Herzen, da hat er ein Schwert vom Postboten im Herzen. Junge, Junge, ey. Aber die sind ganz cool, die Aufseher. Das ist hier so voll die Ritterlichkeit bei denen. Ich töte den lieber, als wenn ich in eine Lebensenergie hinten reinschiebe. So ein Lebensenergiezäpfchen.
Burn. Genau. Und das überspringe ich jetzt auch mal, das Gelaber. Der Status quo. So. Und nach dem Gespräch haut immer der Hansel hier ab und Burn setzt sich an den Schreibtisch. Speichern ist natürlich immer gut. Und von hier aus kommt ihr auch mit Teleport bis direkt aufs Sofa. Und könnt hier wieder aus dem Fenster raus. Also das ist die zwei besten Wege hier durch das Aufsehergebäude. Und dann könnt ihr euch einfach, auch wenn ihr mit Trophäe Erfolg, mit Burn auf dem Rücken, könnt ihr euch nämlich hier weg auf den Weg machen. Achso, genau, hier werden noch Leute erschossen von den Aufsehern. Und wenn ihr hier die mit verbindet mit der Fähigkeit von Emily alle und sie dann erschießen, könnt ihr auch noch die Liebenden den Erfolg-Trophäe hier holen. So, und damit sind wir wieder im neutralen Gebiet, außerhalb des der Aufsehergebietes. Vorsicht mit dem Schwitz, das ist das letzte Mal, dass der Orden. Das Geschieß, das Geballer, was ihr hier hört, das ist nicht wegen uns, sondern die erschießen da gerade die Leute auf dem Platz. Die Aufseher. Ja, jetzt wieder, genau. Und zwar, hier kommt ihr auch, also wenn ihr vom Schwarzmarkt kommt, kommt ihr hier auch ins Aufsehergebiet. Und könnt hier einmal auch von hinten durch den Hof, hier auf das Vordach oder hier über den Balkon in das Gebäude des Zahnarztes hier kommen. Weißt du auch wirklich, was du da tust? Ich habe mit erinnert mich an eine bestimmte Maske. So, die Maske, damit ist der ehemalige Oberaufseher gemeint. Ach, ja. Das hören die sogar draußen, die Hanse. Der Oberaufseher aus dem ersten Teil, der auch verstoßen wurde von den Aufsehern. Und manchmal hören die echt viel. So, hier sind wir auf dem Balkon, direkt auf dem Platz. Da sind die Erschossenen. Hallo? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Geht weg. Muss ich jetzt suchen kommen? Nein, muss ich nicht. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich auch nicht. Ich gehe dann mal. Du musst mich nicht suchen kommen. Hier, der Korridor ist eigentlich nicht wichtig, der, ja, der führt nicht weiter. Außer ich schlag das Fenster da ein. So, und hier, ach ja, genau, erstmal Statistik. Ich zeige mal Statistik. Eine Überwältigung. Das ist überwältigend. Ansonsten nicht entdeckt worden, niemanden getötet. Und wenn ihr hier in der Hecke, sag mal, in dieser Blumenhecke hier auf der Mauer oder Ranken, könnt ihr laufen und unter euch, ja, da ist er, der bastelt hier an den Fallen rum. Und zwar stellen die Fallen auf ich muss das hier wegen den Heulern. Und dabei die Druckfeder aushaken. Und hier gibt es noch eine Falle, die aber, wenn man aus dieser Richtung kommt, nicht so wirklich wichtig ist oder gefährlich ist. Und das ist gleich hier irgendwo. Da war sie. So, wenn ihr nämlich hochlauft, schießt sie euch direkt in den Rücken. So ist sie eingestellt. Und zwar schießt sie so schräg nach oben. Und die würde euch treffen. Runterwärts seid ihr sozusagen, wenn ihr im Kabel tritt, seid ihr nicht mehr in der Schussrichtung. Hier nochmal ist eine Tür mit einem Balken. Wenn ihr den Balken kaputt macht, eine Granate reinwirft oder so, durchs Fenster oder da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Dann könnt ihr die öffnen und da findet ihr Hinweise für den Code für die Hintertür vom Schwarzmarkt. So, Bretter vom Loch. Und hier seid ihr im, ja, neutralen Gebiet, wo auch der Schwarzmarkt ist. Ja. Ja, Krieg ist teuer. Wissen wir selber, wir müssen im Schwarzmarkt oft genug einkaufen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden hier so. Ne? Und dann springen wir hier über die Mauer. Oh nein. Haha, verarscht. So. Nee, danke. Aber wie wär's mal mit ausziehen? So. Hier ist natürlich der neutrale Bereich. Hier, ob die Heuler oder die anderen, die interessiert das nicht, wenn ihr hier herumrannt. Aber hier schon, sag ich mal gleich. Also hier habt ihr noch Münzen. Und hier rechts, hinter dem
Padawan. Das ist hier dieser junge Typ mit dem Laserschwert, der Padawan. Da, der Padawan natürlich. Da sind auch noch genug Münzen zu finden. Und hier seid ihr wieder in der Nähe vom Crown Hand Pub. Oder Hands Pub. Da ist eine Heiser von den Heulern. Ihr kommt hier rüber auf den Balkon und ihr kommt hier rüber aufs Vordach von dem Tor. Aber ich zeige euch erstmal diesen Weg. Und zwar kommt ihr hier wieder zum Pub. Reicht schon vor unserer Geburt. Genau. Ekelhaft. Bonehand Pub. Bonehand Pub. Den Pub der Heuler. Auch da wird auch drüber gesprochen in der zweiten Mission. Da unterhalten sie die Wachen, wenn man die Uniform auszieht und zivile Kleidung anzieht, dann kann man hier gut einen trinken gehen. Die Fenster hier sind zu. Das wollte ich euch zeigen. Man kommt leider nicht rein, außer man hat sie von draußen, von drinnen geöffnet. Aber das ist auch zu, genau. So, ihr kommt hier auf den Balkon. Und zwar ist das blutfliegen verseuchte Apartment mit den zwei Nestwächtern. Leider kommt ihr mit Teleport nicht mehr so richtig nicht zurück. Eben vielleicht, wenn man so ein bisschen rumärgert noch. Aber hier mit weitreichend, ja, ihr müsst auf oder hier aufpassen, dass ich oder muss ich machen, dass ich nichts greife und mir an den Kopf werfe oder Kopf rein hoch. So. So. Rüber. Weil mit weitreichend kann man ja auch Sachen heranziehen. So, Sturm, Staubsturm kommt wieder. Jetzt gehen wir erstmal aufs Vordach. Aufs Dach. So. Jetzt warten wir erstmal den Sturm hier ab, weil hier sieht man nichts. Ich schneide mal ein bisschen was raus, damit wir nicht so lange warten müssen. Gleich. Und speichern ist natürlich auch nochmal gut, wenn das mal. Der Sturm ist vorbei. Genau, das ist einer von den Heulern hier, der hier patrouilliert. Und da ist wieder unsere altbekannte Heulerin, die da wieder rumsteht. Ihr könnt auch auf der Seite über die Balkons. Allerdings kommt ihr da nicht so gut voran, weil das dann ein bisschen doof, also ein bisschen blöd zum Umgehen ist. Ihr könnt zwar hinter die Säule, aber von da aus ist es nicht so praktisch wegzukommen. So, hier oben ist das Eisendach, da kommen wir leider nicht drauf. Und die sind sehr wachsam hier. Unter uns ist noch die Treppe, über die wollen wir abhauen, aber die bewegen sich gerade hier nicht. Da hinten ist übrigens nochmal der Hinter- oder der Schleichweg in den Crown's Hand Pub, Hand oder Hand Pub, durch das Kellerfenster. Jetzt geht der weg, die bewegt sich hier irgendwie nicht. Er will nicht. Ja, ich glaube, da müssen wir nachhelfen. So. Verdammt! Was war das? Mir ist ein Pfeil entfleucht. So. Dann könnt ihr euch nämlich vorbeischleichen, ohne dass ihr was mitbekommen. Und jetzt sind wir wieder im neutralen Gebiet. Hier gegenüber, also links von uns ist jetzt der Laden wieder, in den ihr die Silberkalligrafie findet. Und da diesmal über das Dach. Und hier ist noch eine interessante Wohnung, da findet ihr einiges drin. Unter anderem ist im Keller der Tattoo-Laden von Mindy Blanchett. So. Ja. Yeah. Genau, ja. Yeah. Und Mr. Ja hat auch einen Hund. Der heißt Nein. So, und hier ist für Corvos Teleport Schluss. Hier ist schlecht, hier kommt man mit dem Teleport nicht weiter, ohne irgendwie dumm aufzufallen. Dafür kommt man mit Weitreichen aber weiter. Verbünden wir. Also das ist eher ein Weg für die Fähigkeiten von Emily oder für Emily oder Spiel Plus. Wie ihr seht, kommt ihr damit recht weit oder überbrückt sehr weite Entfernung. Hier ist übrigens noch eine gute Stelle, um sich zu verstecken, falls man entdeckt wurde. Man kommt natürlich auch hier von Haus überall hin, wo man hin möchte. Aber, wie angekündigt, zeige ich euch jetzt mal Corvos zu Hause. Da ist auch eine Plakette am Haus. Die spare ich mir jetzt hier rechts neben uns, aber
das ehemalige Zuhause von Corvo hier. Der ist ein bisschen vernagelt. Da Zugang. Genau, Corvo Atanos verlassenes Zuhause. Oh, ich habe die Ratten vergessen. Mist. Die sind echt aggressiv. Das sind Corvus-Ratten wahrscheinlich. Die hat er im Töten ausgebildet, die Sau. Hier findet ihr noch einen Knochen und... Was noch? Na, sag schon. Meine Trophäe für den Sieg beim Klingenverbener. Ich ließ sie bei meiner Mutter. Und im Schlafzimmer findet ihr noch eine Nachricht, die interessant ist, aber das könnt ihr selber nachgucken oder ansehen. Und von hier aus kommt man auch über die Rohre gegenüber in das Gebäude oder auf das Gebäude oder neben das Gebäude, wie ihr das gerade braucht. So. Ja. Jetzt gehen wir mal von hier aus wieder zurück. Und zwar von der anderen Seite. Man kommt natürlich auch über die Lampe weiter, aber das ist jetzt ein bisschen doof. Man kann hier auch links über die Brüstung springen oder sich teleportieren. Das könnte aber eventuell schief gehen. Klappt aber auch mit ein bisschen Timing. Wenn der Herzog die Bergwerke nicht Tag und Nacht in Betrieb hätte, würden sie unsere Kinder genau. Nicht am Staub in den Schlaf. Und zwar, was noch, dieses Dach, auf den kann man sich verstecken. Hier kommt natürlich keiner hoch. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht durchfallt irgendwo. Oder Durchfall ist immer schlecht. Gerade hier auf dem Dach. Das sickert ja bis unten hindurch. Das kriegt ja jemand auf den Kopf. Ist wieder unsere Heulerin. Und ihr kommt, da sind wir gerade an den Heulern vorbei. Da könnt ihr euch runter teleportieren. Und ihr kommt natürlich hier an der Toten rum, der hier so abhängt. Kommt ihr aber auch hier auf die andere Seite. Neben das Geschäft mit der Silberkalligrafie. Das auch noch wichtig ist, wenn ihr einen Schlüssel habt, kriegt ihr da noch richtig viel Münzen raus. Wenn ihr hier vorbeigeht und da ich neu geladen habe, Achtung, geht los. Yeah, der Brandpfeil hat oder Brandbolzen hat uns nicht erwischt. So. Und zwar, nochmal zeigen, wenn man nämlich in die andere Richtung läuft, erwischt er einen nicht. Die sind alles für Einbrecher und nicht oder für Ausbrecher oder wie auch immer, ich weiß nicht. Ah, diesmal habe ich mir gerade gedacht. So. Staubsturm kommt. Und zwar sind wir wieder im Keller bei Paolo in seiner Folterwerkstatt. Da ist der Hanse, der losläuft, wenn wir uns sozusagen ins Loch stellen. Ins Loch stellen, super. Und dann vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und. Falls es euch gefallen hat, würde ich mir einen Daumen nach oben sehr freuen und auf Wiedersehen. Tschüss.